zurückblicke ab und zu, denke ich mir, da hätte ich schon viel verzichten können durchs Ego und hätte ich vielleicht eine Familie. Erst wenn du nichts hast, erkennst du, was Reichtum hast, dass der Tag morgen besser ist wie gestern. Einfach auch dem Schwächeren helfen. Das ist für mich eigentlich der Grundsatz, der heute noch gilt. Für mich war immer sehr wichtig, das Trainieren war immer sehr wichtig für mich. Beweisen, auch im Fitnessstudio, oder wenn einer besser war, habe ich so lange trainiert, bis ich ihn gehabt habe. Das war für mich immer so eine Genugtuung. Und das hat sich aber im ganzen Leben hat sich das durchgezogen, in allem. Lassen. 15 Jahre geschlagen worden und mit 16 auf der Straße. Das ist so ein Grundsatz von mir, wenn ich jemand schnell erzählen muss, wie mein Start war. Das möchte ich eigentlich den Menschen nahebringen. Und dass sie nachdenken. Und dass sie nach Hause gehen und ihre Eltern umarmen und sagen, danke, dass sie da sind. Dass sie dankbar sind, was sie haben. Also habe ich im Leben Sachen gesucht, wo ich irgendwie zu Hause bin. Oder wo ich sage, ich bin angekommen. Oder ich möchte von den Menschen gar kein Mitleid. Ich möchte von den Menschen, dass sie mich verstehen, warum ich so bin. Ich habe mit aller Gewalt auch immer ein bester Freund wollen. Heute denke ich mir,
wenn ich jemand wichtig bin, vergisst er mich nicht.